In der Sendung stand das 40-jährige Jubiläum von Andy Borg als Schlagerkünstler im Mittelpunkt. Zum Ende der Show hin wurden Andy Borg von Stefan Meross 3 goldene Schallplatten überreicht. Wenn es läuft, dann läuft es. Gelungen auch der Rückblick mit Florian Silbereisen auf den ersten Auftritt von Andy Borg von 1981 beim Talentwettbewerb des ORF. Florian Silbereisen betonte auch, dass Andy Borg eine Geradlinigkeit und Nachvollziehbarkeit besitzt, die es heute nicht mehr so oft gibt. Andy Borg ist einfach Andy Borg. In einem späteren Talk mit Stefan Meross gab es einen nochmaligen Rückblick, diesmal auf das Jahr 1985. Andy Borg gemeinsam mit Vico Toriani. Bilder aus längst vergangenen Zeiten. Ein großes Lob muss man auch Florian Silbereisen aussprechen, der als Co-Moderator seine Sache mit Souveränität und Überzeugung rüberbrachte. Florian schien an der Show große Freude gehabt zu haben. Besonders zu sehen war das beim Zipfelmützenauftritt der jungen Zillertaler mit einem Medley. Vielleicht hat es Florian Silbereisen auch gut getan, Gast in einer Sendung zu sein, die einen vollkommen anderen Weg geht als seine in der ARD und im MDR von Herrn Michael Jürgens produzierten Sendungen. Bei dem gemeinsamen mit Andy Borg und Stefan Meross performten Auftritt des Club 3 Songs, Das Leben tanzt Sir Taki, war er vollkommen in seinem Element. Eigentlich gibt es nur einen Weg. Florian Silbereisen muss mit seinen Kumpels Jan Smit und Christoph de Bolle zurück auf die Bühne. Die künstlerische Zusammenarbeit mit Thomas Anders sollte beendet werden. Florian, Jan und Christoph passen auch vom Typ und der Ausstrahlung besser zusammen. Thomas Anders wirkt manchmal doch ein wenig distanziert. Ein Comeback von Club 3 wird von vielen Fans gewünscht, es muss nur noch in die Tat umgesetzt werden. Ein Highlight war der Live-Gesang von Andy Borg zum Smokey-Song, Needles and Pins, den sich Beatrice Egli im Telefongespräch mit Florian Silbereisen wünschte. Eine gute Wahl, jetzt konnte Andy Borg mit vollem Elan und Power zeigen, was für eine Röhre, wie man in einer Show live singen kann. Darauf folgte ein weiterer Höhepunkt mit dem Live-Gesang von Peter Kraus zum Klassiker, Marina. In welch hervorragender Verfassung sich Peter Kraus mit seinen 82 Jahren befindet, zeigte er vorher auch bei »Rote Lippen soll man küssen« und einer Version von »Mr. Bojangles«. Eine famose Leistung, Hut ab! Der Schlagerspaß zeichnete sich wie immer durch eine klare Linie aus, in der Abwechslung und Vielfalt geboten wurden. Eine weitere Eigenständigkeit, welche die Show besitzt, ist die Ausgestaltung des Studios. Das Studio in Baden-Baden, ausgestattet und geschmückt als Weinstube, zeigt sich in heller und freundlicher Atmosphäre. Bei immer mehr Schlagersendungen wird die Bühne heute gerne als ein dunkles Etwas dargestellt. Die vor kurzem gestartete Giovanni Zarrella Show geht genau diesen Weg. Der Schlagerspaß bietet mit einem eigenen Konzept genau das Gegenteil. Sehr schön.